Hey, Stella, komm schon, Mann, wach endlich auf. Ja, gut so, na also, es geht doch, so ist's besser. Oh, Junge, du hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Meine Güte, was zum Teufel treibst du da? Hast du das Gedächtnis verloren oder was? Junge, Junge, und dabei hast du doch selbst gesagt, dass wir vorsichtig sein sollen. Ach, egal, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Die Hauptsache ist doch, dass du immer noch am Leben bist. Okay, hör mir gut zu. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du hattest recht, es ist genau so, wie du es gesagt hast. Die Sache mit dem Monolithen stimmt, es ist wahr. Bei dem Ding handelt es sich nur um eine Illusion, die in einem Labor neben dem Mantel erzeugt wird. Niemand, der es geschafft hat, den Monolithen zu erreichen, ist lebend wieder zurückgekehrt. Allem Anschein nach sind die armen Schweine dort allesamt aufgegangen. Wer weiß, was da vor sich geht, tja. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Hör zu, Mann, während du weg warst, ist es mir gelungen, ein paar recht nützliche Informationen auszugraben. Es gibt da einen Decoder. Mit ihm lässt sich die Tür öffnen, durch die man zum Steuerungssystem des Monolithen gelangt. Der Decoder befindet sich im Augenblick in einem Versteck in Pripyat. Ich werde dir die Koordinaten dieses Verstecks und einen Schlüssel geben, den du brauchst, um dort hinein zu gelangen. Nimm den Decoder, finde die Tür im Mantel und dann, naja, du weißt ja, was zu tun ist. Anscheinend ist dies die einzige Möglichkeit, um hinter das wahre Geheimnis der Zone zu kommen. Und wenn ich mich recht entsinne, war ja genau das der Grund dafür, dass du dir diesen ganzen Mist hier an...